Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe hier so eine kleine Eichenbohle liegen, noch so ein Reststück von meinem Balkenbett. Ich hatte damals zwei Bohlen gekauft davon als Rückenteil. Und jetzt habe ich hier noch so ein Reststück und da würde ich ganz gerne heute mal einen Toilettenpapierhalter bauen mit Reserverollen für unten und oben halt zum Abrollen und das Ganze auch wieder mit Baumkante. Lassen wir uns mal überraschen, wie das wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, da haben wir schon mal unsere zwei Hälften, ne? Ja, sieht schon mal gut aus. Das kriege ich dann nicht drüber. Machen wir erstmal hier die Absauganlage aus. Das wackelt aber auch nicht ganz so stark. Nur so ein bisschen. Da könnte ich eigentlich hier oben das bisschen eben von Hand abhobeln. Und hier unten die Ecke. Müssen wir mal gucken. Hier und hier muss ich auf jeden Fall. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ein Hobel. Was nehmen wir da? Nehmen wir den hier. Benutzt du also oft, ne? Ich würde ihn gerne öfter nutzen, aber manchmal ergibt sich halt nicht so die Möglichkeit. Aber heute. Da können wir ruhig noch ein bisschen drauflegen. Schon fast gut. Cool. Ne, hier nicht. Unten. Hier muss noch ein bisschen was weg, auf der Seite jetzt. Okay. Ja. Dann nehmen wir dann da auch noch ein Stück weg. Ist ja nur, dass wir gerade durch den Hobel kommen. Perfekt. Holen wir mal hier der Gerät raus, ne? Der Gerät. Der Gerät.
festsetzen. Anschluten. Absaugung dran. Und auf was einstellen? Auf 2,5. Also erstmal 2,6. Dann brauchen wir natürlich die Absaugung. Jo, Mickey Maus auf, ne? Loslegen. Ab dafür. Ja. Ich mach mal doch erst 2,7. Das ist der höchste Punkt hier. Das sind 2,6. So, soll ich das annehmen? Soll ich das annehmen? Nee, brauchst du nicht. Ja, jetzt muss ich hier die Geschichte noch winklig kriegen, weil das habe ich ja gesägt, als es noch nicht plan war. Also durchgesägt. Und ja, das mache ich jetzt hier auch wieder mit dem Hobel. Sieht fast gut aus. Auf der linken Seite muss ich noch und da auf der rechten. Hier ist schon fast gut. Ja, kriegen wir hin. Dusch. Das Messeisen jetzt. Da bin ich soweit schon mal mit zufrieden. Damit aber noch nicht. Hier in der Mitte noch ein bisschen was wegnehmen. Fast gut. Hier jetzt noch. Da kann ich gut mit leben. Und winklig ist es perfekt. Ja, können wir so lassen.
Genau gleich lang. Gut, dann müssen wir jetzt hier noch zwei Stücke, das obere und Unterteil, raussägen. Einmal da. So, ich habe jetzt hier die Falz reingesägt, weil ich ja da die Rückwand hinten reinmachen möchte. Und ja, jetzt leime ich das hier auch ganz normal wieder mit Ponal, mit wasserfestem Leim. Und dann zwinge ich das zusammen und dann schneide ich die Rückwand zu. Und die werde ich ja dann nageln. Und von daher sollte das mit dem Leim dann eigentlich halten. Ich hatte erst gedacht, ich mache da Lamellos rein, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Das habe ich aber leider nicht gefilmt. Oder Gott sei Dank, keine Ahnung, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Und zwar ist meine Lamellofräse am Anschlag und ich kriege die nicht tiefer. Das heißt also, ich habe jetzt hier einmal eine Lamello reingemacht und hier, aber ja, das passt einfach nicht. Ich komme nicht tief genug. Also der Lamello, der bleibt dann so mit so einem Spalt da drin. Und wenn ich tiefer gehe, da bin ich jetzt höher geblieben. Hier bin ich tiefer gegangen. Da seht ihr, dass ich durchs Holz gekommen bin. Ja, kann ich halt nicht mit Lamellos machen. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt hier die ganze Geschichte leime und dann hinterher da die Rückwand dran nagel, ja, das sollte eigentlich reichen dann. Hat ja eigentlich auch nichts zu halten. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das alles dann auch hält. So muss das. Ach nee, das wollte ich so rumbauen. So dran kleben. Und so. Und so. Das passt aber super. Ja, hier hinten ist das ja jetzt alles plan. Das wollen wir nochmal fühlen. Ja. Ja, dann kann ich jetzt hier die Rückwand ausmessen, zusägen und dann werde ich die da reinnageln. Und bis dahin sollte das ja eigentlich dann hier auch schon angezogen sein. Aber da mache ich doch nochmal einen dran. So, meine Rückwand müsste dann 15,4 mal 58,3. Gut. Ja, so passt es jetzt hier schön rein. Und jetzt nehme ich mir noch die Länge
mir jetzt hier direkt anzeichnen. Ich habe das ja, wie weit habe ich das? 1 cm, ne? 1 cm, dann müsste das passen. Müsste. Ja, passt. Ja, müssen wir ja nicht so viele Nägel reinmachen. Musst du denn also feste drauf kloppen? Nee, ich kann auch 20 mal leicht aufkloppen. Oder 5 mal schwer feste. Ich meine ja nur nicht, dass das Ding auseinanderbricht. Das habe ich gebaut. Das fällt nicht auseinander. So. Ja, so, genau. Ah, passt. Ja, jetzt muss die ganze Geschichte noch ein bisschen anziehen. Aber ich habe ja jetzt hier auch hier so meine Aufhänger. Da kommt jetzt hier gleich so eine 20 mm Stange rein. Und diese Geschichte habe ich mir eigentlich hier von meinem Teil hier abgeguckt, wo ich hier meine Küchenrolle dran habe. Und dachte mir, das ist doch eine ganz gute Idee. Das machst du genauso. Jo. Und deswegen habe ich jetzt hier so zwei Teile. Und dann kann man hier hinterher die da so reinhängen. Und dann wieder rausnehmen. Ja, und die müssen jetzt hier irgendwo rein. Ja. So kommt das Ding ja. Müssen wir mal gucken. Dann muss ich doch eine Küchenrolle erstmal holen. Ja, eine Küchenrolle passt bestimmt gut da rein. Hast du gut ausgemessen für eine Küchenrolle. Ja, die passt hier auf jeden Fall quer rein. Ja, genau. Ja, die klebe ich dann da gleich dran. Ich hole mal eine Klopapierrolle. Eine Klopapierrolle, das ist auch eine gute Idee. Ja. Und da müssen wir hier eigentlich nur noch das passend sägen. Das könnte man eigentlich jetzt direkt sägen. Ist sehr passend, ne? Ja. Gut. Da müssen wir dann noch ein bisschen was abfeilen. Wenn ich jetzt die Klopapierrolle so reinhänge und die Stange so auf 8 cm, also jetzt mittig, lasse, dann sieht das eigentlich, glaube ich, ganz gut aus von den Proportionen. Oben ist, also wenn jetzt eine volle Rolle drauf ist, aber dann werde ich hier das dann auf 11 cm dann festkleben, also von oben nach unten. Zeig das mal auf der anderen Seite, ich kann das sonst nicht filmen. So muss das dann rein und dann auf 11 cm und dann habe ich 8 cm hier mittig. Dann nehme ich aber hier den Fix und Fest so rum, das heißt also so rum. Logisch. Ja, sicher. So, vor allen Dingen ist das dann auch direkt winklig, was immer sehr wichtig ist. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, genau. Sonst funktioniert das nicht. So, fix und fest. Zack. So. Ja, jetzt eigentlich nur noch hier die Ecken beischleifen, ne? Hast du eigentlich auch schönes Holzöl?
Ich habe nur Leinöl. Ansonsten Holzbutter noch. Ja, Öl. Also ich finde Wachs eigentlich irgendwie besser. Da wurde ich letztes Mal auch gefragt, warum ich denn immer wachse. Im Prinzip hat man da irgendwie so eine Schutzschicht dann drauf. Ist auf jeden Fall meine Vorstellung. Wenn ich da Wachs drauf mache, wie beim Schuhregal oder oben bei der Garderobe, habe ich ja auch Wachs drauf gemacht. Und ja, wenn man da jetzt einen Schuh drauf abstellt auf dem Schuhregal, denke ich mal, wird das nicht ganz so schnell dreckig. Und wenn ich einöle, ja, dann hat man ja eigentlich die Holzstruktur oder das Holz eigentlich noch blank oben, weil das Öl ja auch mehr einzieht. Und ja, dann denke ich, dass das halt schneller dreckig wird. Und ja, deswegen wachse ich lieber. So, das kann man da, glaube ich, hier schon raus. Jo. Können wir das schon losmachen und schleifen? Wir können ja auch so schleifen, ne? Wenn man hier so die Kante dann noch angleicht, irgendwie finde ich das gut. So, jetzt aber schnell das Ding hier ab und den Leim dann noch abgezogen. Das sieht schön aus. Mhm. Eiche ist eh schön. Ja, definitiv. Wobei ich mir das geölt auch schön vorstellen könnte. Ja, bestimmt. Aber ich denke mal, in so einem Badezimmer ist Wachs auch nicht verkehrt. Ne? Mhm. So. Spritzschutz. Auch wegen, ja genau, Spritzschutz. Und die Feuchtigkeit zieht ja nicht so schnell ein, wenn man mal ein bisschen länger duscht. Was bei mir heute auch wieder vorgekommen ist. Oh, manchmal komme ich da nicht drunter weg. Ne? Das ist so schön kuschelig. Oh, ich habe gar nicht an. Ja, hab ich ja gewohnt. Aber die können wir sagen. Ach so. Der Toilettenrollenhalter ist jetzt fertig und ja, eingewachst sieht er auch wieder ganz schön aus. Ich habe wieder mal dann das Wachs vom Özgür Turgol genommen, das von Hildenholz, verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und das ist halt klares Wachs und das von Philipp hat ja so ein bisschen, ist auch Naturwachs, Bienenwachs, aber hat so einen ja, leicht gelblichen Touch. Und ja, das Holz wollte ich eigentlich auch original lassen, so in dieser Farbe. Ja, machen wir mal hier das erste Rölleken rein. Rollverhalten. Und? Abrollverhalten 1A. Abrollverhalten 1A. Kann so bleiben. So, dann brauchen wir jetzt aber noch. Ja, Achtung, ja, ich habe da mal was vorbereitet. Einmal. Einmal. Zweimal. Ja. Zweimal. Und? Dreimal. Dreimal. Ja, reicht auch. Ja. Der kommt jetzt bei uns oben ins Badezimmer und denke mal, ja, ich finde den schön.
Keine näheren Beschreibungen, bitte. Keine näheren Beschreibungen. Reicht. Genau. Jeder weiß, was man damit macht. Ja, sowieso. Ja, genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Toilettenrollenhalter haltet. Und wir sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.